Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin vom Sascha von Saschas Wanderblog zu einer weiteren Challenge nominiert worden. Und zwar zu der Challenge Show Me Your Gear, in dem man sein Equipment zeigen soll. Und zwar 5 Gegenstände. Den ältesten, den neuesten, den billigsten, den teuersten und den liebsten Ausrüstungsgegenstand. Ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Ja, der älteste Gegenstand, den ich habe, das ist hier meine Softshell-Jacke. Die ist schon 5 Jahre alt. Die begleitet mich während meinen Touren im Frühjahr, im Herbst. Ist immer ein treuer Begleiter. Sie ist, wie gesagt, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Und ja, das ist eine ganz tolle Jacke. Und die möchte ich auch nicht missen. Ich hatte es ja auch schon mal in einem meiner Videos erwähnt. Diese Jacke kann ich sehr empfehlen. Also der älteste Gegenstand ist meine Softshell-Jacke. Ja, kommen wir jetzt zum neuesten Gegenstand. Und zwar habe ich hier bei Decathlon hier so eine Hängematte besorgt. Ja, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich verlinke euch mal hier oben ein Video. Da bin ich mit meinem Kumpel Andreas wandern gewesen und da habe ich auch mal so eine Hängematte ausprobiert. Also ich bin gespannt. Die kostet so um die 13 Euro bei Decathlon. Also ein wirklich tolles Teil. Ich habe ja, wie gesagt, schon drin gelegen. Kann ich auch jedem empfehlen, so sich eine Hängematte mal anzuschaffen. Kommen wir nun zu meinem billigsten Ausrüstungsgegenstand. Das ist hier dieser Göffel, also das ist die Bezeichnung für Gabel und Löffel. Das ist auch so ein Teil von Decathlon, hat, glaube ich, so um die 1,50 Euro gekostet. Ja, kann man, wie gesagt, gleichzeitig als Löffel und als Gabel benutzen und ist hier noch einklappbar, also wirklich ein schönes Teil. Habe ich auch schon mehrfach bei meinen Touren mitgehabt, also kann ich auch empfehlen, kriegt ihr auch bei Decathlon. Kommen wir schon zum vorletzten Ausrüstungsgegenstand, nämlich den teuersten. Ich habe mir jetzt vor auch 1,5 Wochen einen neuen Schlafsack gekauft, weil ich jetzt demnächst mal draußen pennen will. Auch wieder von Decathlon, und zwar ist der bis 0 Grad Komforttemperatur wohl geeignet und ich bin wirklich gespannt, wenn ich demnächst jetzt mal irgendwann draußen penne, wie der sich so draußen schlägt. Ich habe ja eigentlich, was draußen anbetrifft, das Schlafen, kaum Erfahrung bis jetzt. Aber ich denke mal, da muss man einfach einen vernünftigen Schlafsack haben. Ich hatte damals so ein billiges Teil von Aldi. Ja, da habe ich 2-3 Mal draußen gepennt, habe mir den Hintern abgefroren. Das war nichts. Also hier mein teuerster Gegenstand ist dieser Schlafsack von Decathlon. Ja, kommen wir jetzt nun zu dem liebsten Gegenstand. Ja, und das ist, wie ihr wahrscheinlich auch schon in meinen Videos gesehen habt, ich habe sie heute nicht auf, diese Mütze hier von Patagonia, die begleitet mich jetzt auch schon seit 1,5 Jahren. Hier oben sind schon richtig heftige Schweißränder, war schon mehrfach in der Waschmaschine, aber ich finde dieses Teil einfach super. Es passt ja auch wirklich zum Thema Wandern sehr gut. Patagonia, eine sehr nette Marke. Ja, das ist, wie gesagt, der letzte Gegenstand und gleichzeitig mein Lieblingsgegenstand. Ja Leute, das war's schon mit diesem kleinen Video. Am Wochenende werde ich meine Serie 9 Berge in NRW erklimmen fortführen. Sollte denn das Wetter halten, wird da der letzte Teil abgedreht. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Seid nicht traurig, dass unsere Nationalmannschaft ausgeschieden ist. Es ist leider so, wie es ist. Und ich würde sagen, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!